Hallo und herzlich willkommen zurück zum Rollenspiel Let's Play von Skyrim Anniversary Edition. Jo, wir sind in Weißlauf angekommen, haben uns ein paar Sachen zum Essen geklaut und sind jetzt in der Taverne und haben Essen hergestellt und jetzt haben wir einen Brief gefunden mit einem Hinweis zu einer Quest, zu einer Hilfenötigung. Und wir reden mal mit der ersten Rotwardin-Tonin, die wir gefunden haben. Mit ich der bin hier Sadia. Nur für die Getränke verantwortlich. Fragt jemand anderen. Wenn ihr mehr Essen oder Getränke braucht, sprecht mit Hulda. Ich möchte jetzt gerade nichts. Was gibt es? Kommt drauf an. Seid ihr durstig, hungrig? Beides? Gut, sie sagt leider nichts. Wir suchen mal hier in Weißlauf nach einer anderen Rotwardonin. Fasst das bitte nicht falsch auf, aber ihr seht ein wenig. Ich bin nur hungrig und ich bin müde. Ich möchte mal kurz ein bisschen mich hinsetzen. Mir gefällt diese Arbeit ja ganz gut, aber ich will mal ein bisschen schlafen. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Gut, danke schön. Ich bin bloß noch ich zeige euch euer Zimmer. Ach, hier entlang. Schiebt es nicht länger auf. Ihr wisst doch, dass ihr gehen müsst. Dazu hat Mara euch auf die Erde geschickt. Okay, laufen Sie bitte. Glaubt ihr denn, dass ein paar Meilen uns wirklich trennen können? Ich arbeite für Beletor in gemischtem Land. So, vielleicht können wir für ein bisschen Unterhaltung sorgen im Schlafen. Was ist denn eigentlich für Zeit? Okay, es ist 9 Uhr abends schon, also wir übernachten halt jetzt schon. Ihr habt meinen finsteren Plan aufgedeckt. Ein bisschen früher ins Bett. Und jetzt schätze ich, dass ihr niemals mehr geht. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Hast du hier für komische Knicke gemacht? Oh, endlich mal wird das süßes. Oh, danke schön. Was wird das wert? Vielleicht verkaufen wir den Wein. Ein Prost auf die. Ja, ich tue leider schon wieder klar und ich möchte ja auch ein bisschen vorbildlich sein. Und ist nicht gerade ein böser Mensch. Gut, bitte aufhören zu singen, Barde. Gut, wir müssen, 1, 2, 3, 3 und 8 Stunden, 11 Stunden ungefähr schlafen. Schade, dass nicht bis irgendwas schlafen steht. Gut, ja, jetzt haben wir wieder morgen. Ein bisschen Hunger haben wir wieder, ja. Okay, ich hab's gemerkt. Gut, dann essen wir halt nochmals einen Lachsbraten. Vielleicht mal etwas abwechselnd, aber ja, ein bisschen Abwechslung. Ich möchte gerne mal das Ziegenbein probieren. Oh. Ja, ist jetzt nicht gerade so meins. Schmeckt wirklich nach Stall. Na gut, aber dann brauche ich nochmals etwas, weil das Gewürz ist auch recht stark. Mag ich nicht so. Kaninchenkörn haben wir noch genug. Lauch? Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Liebe Lauch. Lauch haben wir genügend. Ja, dann nehme ich noch die Honignussschnitte. So. Ihr seht etwas krank aus. Nein, ich bin nicht mehr krank. Da habe ich immer noch Hunger. Das ist ein bisschen doof. Also Survival-Modus ist scheinbar schon ein bisschen nervig, wenn immer alle sagen, ich bin krank und ich bin nicht krank. Ich bin nur hungrig. Also mit dem haben wir schon geredet. Der andere möchte mit dem anderen. Das ist wahrscheinlich der Sohn von Olaf. Isolde. Also ich möchte gerne mit ihm reden. Seid gegrüßt, Reisender. Was führt euch nach Weißlauf? Wieso läufst du weg? Hier ist die Luft gemütlich. Oh. Ich bin auf der Suche nach meinem Glück. Ich bin hier, um euch auf jede erdenkliche Art zu helfen. Hallo. Bitte, Isolde, nicht so schieben. Ich bin hier, um auf jede erdenkliche Art zu helfen. Wirklich? Ich bin hier, um Essen zu kaufen.
Diese Stadt könnte mehr Leute wie euch gebrauchen. Kommen Sie mal bitte näher. Geht ihr am besten zur Drachenfeste hoch und sucht den Jarl auf. Er ist der Herrscher von Weißland. Ja, wir müssen endlich gehen. Kann euch den Weg weisen. Na gut, wir sind ja Ding. Ja, ihr lebt hier? In der Tat. Schon mein ganzes Leben lang. Wir Kampfgeborene waren von Anfang an hier. Zusammen mit den Graumähnen. Cool. Unsere Familien waren über Generationen hinweg eng verknüpft. Doch Ulfric Sturmmantels Aufstand trieb einen Keil zwischen uns. Jetzt können wir einander kaum noch ansehen, ohne in Streit zu geraten. Einfach lächerlich. Oh yeah. Es heißt, die Drachen seien nach Himmelsrand zurückgekehrt. Und das? Ja, das ist ein echtes Problem. Gibt es irgendwo Arbeit für mich? Ich weiß nicht, ob Sie Mitglieder suchen. Aber ihr solltet mal mit den Gefährten reden. Die sind drüben in ihrer Halle. Jorvask. Ah, gut. Wenn ihr mit Arbeit meint, eure Waffe in blutigen Schlachten zu erproben. Nee. Ich finde die Magie einfach faszinierend. Ich möchte ein bisschen Magie am Anfang wählen. Vielleicht kann ich ja später immer noch Krieger werden oder so. Wo kann man hier was trinken? Das ist wohl die wichtigste Frage überhaupt. Sucht die beflaggte Meere auf. Geht zur alten Hulda, die sorgt dafür, dass ihr Emet schwimmt. Aber seid auf der Hut vor dem Barden Mikael. Der Kerl ist ein eitler kleiner Milchtrinker. Okay. Mögt ihr Mikael nicht? Eine Schande für die Bardenzunft. Wir Nord haben eine lange Tradition als Kampfpoeten. Ich bin stolz, mich zu ihnen zählen zu dürfen. Mikael hingegen, der singt nur für Gold und die Gunst der Frauenzimmer. Er entehrt unsere Traditionen. Okay, ja. Tschüss, John. Möge euer Schwert scharf und eure Zunge schärfer sein. Ich habe ein bisschen Probleme, die Leute stellen sich zu wenig vor. Ich werde es einfach so machen, dass ich den Namen halt einfach weiß durchs Anschauen. So, ja, wir bekommen wahrscheinlich eine schwere Quest über da oben. Wir müssen uns noch ein bisschen vorbereiten. Wählen mal mit Isolde. Sobald ich durch den Handel mit Khajiit-Karawanen genug Geld verdient habe, kaufe ich Hulda die beflaggte Meere ab. Hofft ihr, ein Händler zu werden? Bevor meine Mutter und mein Vater starben, sagte ich ihnen, ich würde eines Tages der beste Händler von Himmelsrand werden. Ich habe Madran, einen der Anführer der Karawane, kennengelernt. Er sagte, er würde mir helfen, wenn ich ihm einen Mammutstoßzahn bringen könnte. Leichter gesagt als getan. Ja. Ich könnte vielleicht helfen. Das würdet ihr tun? Wenn ihr fündig werdet, könnte ich euch das eine oder andere über das Geschäftsleben beibringen. Euch zeigen, wie man einen guten Handel abschließt. Oh, nice. Aber gibt's Mammuts noch in Skyrim? Ich weiß nur, dass die ausgestorben sind. Ja gut, vielleicht finden wir schon noch einen Stoßzahn. Ich weiß nicht, wie haltbar die sind über Jahrhunderte oder so. Ihr habt von Handelskarawanen gesprochen. Ja, diese Khajiit bestreiten ihren Lebensunterhalt, indem sie durchs Land reisen und ihre Waren verkaufen. Das muss hart sein. Himmelsrand ist ein hartes Land, selbst wenn man ein Dach über dem Kopf hat. Das Schlimmste ist, dass niemand sie in den Städten haben will. Niemand vertraut ihnen. Okay, warum nicht denn? Das hat vor allem mit dem Ruf zu tun. Viele Khajiit wenden sich der Schmuggelei und dem Diebstahl zu, um zu überleben. Ein fauler Apfel steckt 100 Gesunde an. Ihr wisst ja, wie es ist. Ja, leider. Was wisst ihr über die Khajiit? Ungefähr so viel wie jeder andere. Sie sind das Katzenvolk von Elsweyr. Großartige Krieger, gute Händler. Ich habe gehört, Elsweyr sei mit Himmelsrand nicht zu vergleichen. Es soll dort tropische Wälder und staubige Ödlande geben. Es klingt furchtbar. Ich finde das sogar nice. Ich weiß nicht, kommt mir so bekannt vor. Vielleicht war ich damals. Ja, irgendwann mal in Elsweyr. So etwas habe ich schon mal gesehen. Es kommt mir sehr bekannt vor. Ja, jetzt müssen wir noch irgendwie etwas machen. Der alten Frau hier, die ist jetzt aber gerade hier. Ah, mit der haben wir schon gesprochen, stimmt. Natürlich seid ihr es nicht.
Ihr wollt euch wohl mit einer alten Frau unterhalten. Ich kann nur noch an meinen Sohn Thorald denken. Sie sagen, er sei umgekommen. Aber ich weiß es besser. Ich weiß, dass mein Sohn lebt. Diese Kampfgeborenen. Sie sind mit den Kaiserlichen im Bund. Sie wissen es nur zu gut und lügen mir doch ins Gesicht. Oh je. Woher wisst ihr, dass sie lügen? Es ist unklug, hier darüber zu reden. Bitte, wenn ihr wirklich helfen wollt, kommt zu mir nach Hause. Dort erzähle ich euch die ganze Geschichte. Okay, gut. Ich möchte ja Ihnen eigentlich nicht unbedingt helfen. Aber vielleicht erfahren wir da einfach etwas. Machen wir einfach mal mit. Und wir können ja immer noch den kaiserlichen Treuen helfen. Ich weiß halt nie, weil es mir ja ziemlich neu ist, dieses Königreich. Wen ich helfen soll und wen nicht. Schon wieder Hunger. Ja gut, es nervt ein bisschen. Es sind zu viele. Was könnte ich mir denn gönnen? Ja, wir haben halt einfach nur Sachen, die sehr gut sind. Okay, wir sind... Ja, wir sind aus. Ich weiß, dass euch eure Familienehre wichtig ist, aber wir können uns das nicht leisten. Also, ja. Ich habe Wochen gebraucht, um diese Diebeshöhle zu finden. Ich kann jetzt nicht aufgeben, aber ich kann mir das Schwert auch nicht allein. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ihr wollt also eure Gebt Frau mir euer Geld. Für die Beschaffung eines ich rostigen alten ich habe kein Geld. Wie süß. Ihr solltet mir die jetzt auch ein Septime geben, sonst kriegt ihr eins auf die Nase. Oh, auf die Nase. Ich hab kein Geld. So, das ist zwar nicht so anständig. Schaue, dass ich das nicht mache, wenn ich... Bin ich bei eurer Rückkehr nicht mehr da. Morgen 10 Septime Babykampfgeborener. Oder es gibt eins auf die Nase und die Lippe. Wie süß. Nein, ich will da rein. Ich soll ihr folgen und sie macht mir zu. Ja, was soll ich denn tun? Ich kann nicht einfach einbrechen. Hier gibt es noch eine Vordertür. Okay, jetzt. Hier ist offen. Ja gut, vielleicht musste ich nicht zu. In unserem Zuhause. Mutter, was soll das? Wen habt ihr da mitgebracht? Nicht bedrohen, bitte. Arvulstein, leg das weg. Er will uns bei der Suche nach Thorald helfen. Okay, ich habe ein bisschen zu warm beim Lager. Woher wissen wir, dass er nicht für die Kampfgeborenen spioniert? Das war dumm. Wir können niemandem vertrauen. Wer weiß, was geschieht, wenn sie mich hier finden. Ich halte das nicht mehr aus. Bitte keine Waffen mehr. Lasst uns einfach reden. In Ordnung, Mutter. Ihr wollt also helfen. Ist ein bisschen zu groß. Ja, absolut. Was kann ich tun? Ich weiß nicht einmal genau, was los ist. Mein Bruder Thorald. Er hat für die Sturmmäntel gekämpft und ist verschwunden. Man geht davon aus, dass er tot ist. Aber das ist er nicht. Ich weiß es. Die Kaiserlichen haben ihn gefangen genommen und halten ihn irgendwo fest. Die Kampfgeborenen wissen wo. Ich würde in ihrem Haus nach Beweisen suchen, aber hinter mir sind sie auch her. Wenn sie mich kriegen, werden wir nie erfahren, was mit ihm geschehen ist. Jemand muss also diesen Beweis für mich finden. Okay. Sucht Bralia in ihrem Heim auf. Findet Hinweise über Thorlas Verbleib. Also ich müsste halt einfach mal mich ein bisschen einschleimen bei den Kampfgeborenen und einfach mal nach Hinweisen suchen. Aber jetzt die Kampfgeborenen also misstrauen, verraten, kann ich leider nicht. Welche Beweise braucht ihr? Eine Bestätigung, dass Thorald nicht tot ist, sondern gefangen gehalten wird. Ich weiß, dass ihr sie bei den Kampfgeborenen findet. Sie würden den Beweis natürlich verstecken, damit nicht rauskommt, dass sie die ganze Zeit über gelogen haben. Aber ihr könntet sie so weit bearbeiten, dass sie nachlässig werden. Okay, wir werden dann einfach nicht diese Auswahl treffen. Wir machen so, als würden wir nie etwas rauskriegen. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Die Kampfgeborenen. Die größten Stiefellecker des Kaisers hier in Weißlauf. Ihre Verbindung zum Kaiserreich und zur Armee sind bekannt. Als Thorald nicht nach Hause kam, war mir alles klar.
Sie wussten, dass Thorald die Sturmmäntel unterstützte und ihnen im Kampf zur Seite stehen würde. Sie ließen ihn nicht zurückkehren. Sie haben ihn eingesperrt, um sich an meiner Familie zu rächen. Da bin ich mir sicher. Okay, gut. Ihr solltet lieber niemandem sagen, wenn dass ihr mir doch nur meinen Sohn zurückbringen könntet. Warum glaubt ihr, dass die Kampfgeborenen damit zu tun haben? Es ist kein großes Geheimnis, dass sie Verbindungen zum Kaiserreich haben und jeden hassen, der sich dagegen ausspricht. Und Thorald hat etwas noch Schlimmeres getan. Er hat sich gegen das Kaiserreich aufgelehnt. Die Kampfgeborenen wussten davon. Woher wollt ihr wissen, dass Thorald am Leben ist? Er ist mein Sohn. Ich weiß es einfach in meinem Herzen. Wenn ihr selbst Kinder hättet, würdet ihr es verstehen. Wer ist der beste Schmied von Himmelsrand? Ihr müsst neu hier sein, wenn ihr eine solche Frage stellt. Mein Ehemann Eolund hütet die Himmelsschmiede in Jorvaska, der Methalle der Gefährten. Es gibt in den neun Fürstentümern keinen besseren Schmied. Ihr solltet ihn nach seiner Arbeit fragen. Das einzige Thema, bei dem er so richtig in Fahrt kommt. Okay, werde ich mir merken. Das und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Wo liegt Jorvaskr? Geht auf dem Markt die Treppe hoch und schaut dann nach rechts. Könnt es nicht verfehlen. Also wahrscheinlich das große Gebäude. Ja gut, ich möchte hier nochmals kurz mein die Ehemann, Auswahl ihr solltet ihn das und vielleicht noch diese eingebildeten, dumm schnupfenden Kampfgeborenen. Die Kampfgeborenen? Hörten ihr bloß mit diesem Haufen auf. Sie halten sich für etwas Besonderes. Ja, sie haben Geld. Aber nicht einer von ihnen besitzt einen Funken Anstand. Graumähne. Das ist ein Name, der einen mit Stolz erfüllt. Wir haben Wurzeln in Weißlauf. Wir haben Tradition. Okay. Ja, hört sich ja ziemlich gut an. Aber ich möchte natürlich nicht irgendwelche Sturmmänteltreuen helfen. Haben sie ja selber auch gesagt, sie wollen Graumähnen treu bleiben und alles Mögliche. Ist jetzt nicht so meine Sache. Ja. Vielleicht wird sich ja das mal ändern, also dieses Haus ist mir schon aufgefallen, ist wahrscheinlich Jorvaskr. Gucken mal, ob es an der Tür steht. Ja, steht an der Tür. Ganz gut zu sehen, nicht zu übersehen, ja. Sieht aus wie ein Boot. Ist das ein Boot? Cool. Mega geil. Und das ist die Schmiede? Das ist nämlich Feuer. Ja, und das ist wahrscheinlich dieser, wie hieß er nochmal? Eolund, genau. Eolund Graumänner. Ich habe eine Menge Stahl zu schmieden. Ja, eine hübsche Schmiede habt ihr hier. Die Himmelsschmiede? Ja, meine Clanväter haben dort gearbeitet, seit die ersten Graumähnen nach Weißlauf kamen. Himmelsschmiedenstahl ist der einzige, den die Gefährten verwenden. Aus gutem Grund. Okay. Erzählt mir etwas über euch. Seid ihr blind, Junge? Ich bin ein Schmied. Das sieht doch jeder Dorftrottel. Ja, das wollte ich ja nicht wissen. Wer sind die Gefährten? Bei Ismir. Seid ihr wirklich so dumm oder einfach noch zu unerfahren? Die Gefährten sind die älteste und ehrwürdigste Kriegertruppe in Himmelsrand. Weißlauf wurde um ihre Halle Jorvaskr herum erbaut. Glaube nicht, dass sie euch einsetzen würden. Aber es sind schon seltsamere Dinge passiert. Ja so, ich bin halt neu. Okay. Seid ihr ein Gefährte? Wieso? Wer sagt denn, dass ich einer sein muss? Himmelsschmiedenstahl ist meine Kunst und meine Ehre. Die Gefährten wollen nur das Beste, also kommen sie zu mir. Ja, nicht gerade so ein angenehmer Typ. Reißt die Götter. Bin ich so ein Gott? Also, sind alles neue Götter für mich? Ich weiß jetzt nichts von über die Götter. Was könnten wir denn gebrauchen? Leder? Nein. Ich glaube, ich kaufe bei ihm nichts. Mhm.
Okay, ein Schleifstein. Ja, hätte ich mir schon gedacht. Ein Buch. Die Herausforderung des Waffenschmieds. Schmiedekunst. Bin ich schon ein bisschen erfahrener geworden. Aha. Okay. Na gut. Mal ein bisschen drüber schauen. Ihr könnt es gerne lesen. Aber ich bin jetzt nicht gerade in Stimmung, so etwas zu lesen. Die Schrift jetzt nicht gerade so viel es einfach macht zu lesen. Daikatana, cool. Moskito. Tönt gut. Jo. Wenn es mir dann wieder besser geht, weniger Asthma habe, dann kann ich gerne da die Bücher nochmals lesen, alle, die ich jetzt nicht angeschaut habe, gelesen habe. Aber vielleicht, also, wenn ihr in die Kommentare schreibt, wie das Buch heißt, werde ich es natürlich gerne vorlesen. Aber sonst werde ich einfach das lesen, was mich interessiert, oder, ja. Also sonst könnt ihr das Spiel gerne auch selber spielen, natürlich. Ist ja nicht so teuer. Vollzieht den Willen der Talmor gegen das eigene Volk. Also steht auf. Steht auf, Kinder des Kaiserreichs. Steht auf, Sturmmäntel. Nehmt das Wort des mächtigen Talos an, der sowohl Mensch als auch Gott ist. Vertraue mir, Weißlauf. Vertraue auf Heimskirr, denn ich bin der Erwählte des Talos. Ich allein wurde von den Neuen dazu gesalbt, sein heiliges Wort zu verbreiten. Talos der Mächtige, Talos der Unfehlbare, Talos der Unangreifbare. Euch lobpreisen wir. Bin ein bisschen abgelenkt. Und ihr habt unseren Lobpreis verdient. Denn wir sind eins. Ehe ihr emporsteht. Ich möchte gerne mit ihr reden, aber mit ihm zuhören. Nein, lieber nicht. Ja gut, wir folgen mal der Wache. Schau noch mal den goldenen Grünbaum an. Den goldenen Grünbaum. Er ist nämlich, also scheinbar ist er verbrannt. Ja, ein bisschen Asche drüber. Und so richtig verbrannt sieht er nicht aus. Vielleicht kann er gar nicht so gut brennen. Ich habe mal von Ebenholz gehört. Scheinbar nicht gerade von hier. Wahrscheinlich aus Somerset oder so. Das sollte sehr resistent sein. Würde schön aussehen, so dunkel. Die Stadt ist ja recht hell. Von einem Drachen vernichtet. Das ist kaum zu glauben, oder? Ja, und ich war live dabei. Du nicht. Gut, schauen wir uns nochmals ein bisschen hier an. Ja, also, schauen wir die Gegend ein bisschen an. Okay. Nice. Das ist irgendwas im Wasser. Ja, ich gehe mal kurz baden. Habe ich dann kalt? Oh, ich habe kalt. Ein Skelett. Mit einem Gold. Da ist jemand umgebracht worden. Oh, Lachs. Lachs. Gut, ich werde mir das überlegen, weil es ist schon extrem nervig, wenn wir immer ständig Hunger haben, immer kalt haben oder heiß haben. Ich würde dafür einfach, weil ich Rundspiel mache, mal das deaktivieren. Wenn ihr es gerne haben wollt oder so. Wenn ihr ja, es interessant finden würdet. Dann kann ich schon mal machen, aber dann werden wir einfach nicht gerade so viel Quests machen oder ja, wo man viel tauchen muss oder sonstige Sachen. Also ich werde es immer wieder aktivieren, wieder deaktivieren, je nachdem, ob wir vorwärts machen müssen oder nicht. Aber das ist mir leider ein bisschen zu, ja, schlimm. Ich lasse noch auf Adept, weil ich mag es nicht, wenn die Gegner mega viel Schaden machen. Ich habe einfach mal getestet, ob die Wachen viel Schaden machen und sie machen extrem viel Schaden, also ich weiß nicht, 3 oder 4 Schläge und ich bin down.
Und die Wachen sind ziemlich schnell, die haben sehr viel Ausdauer, man kann kaum fliehen. Ja, okay. Ich habe jetzt irgendwie noch einen Magie-Effekt bekommen. Ah, es ist weggegangen. Gut, also Magieresistenz ist natürlich super. Ja, Magika ist einfach verstärkt. Jetzt hätte ich doch Hochelf nehmen sollen oder so. Aber gut, wir werden sicher schon genügend Magika bekommen. Oder sie auch gut senken können. Außerdem finde ich wirklich nicht gut, dass man schlafen muss, um zu leveln. Weil jetzt ständig Zeit zum Schlafen habe ich leider nicht. Ja gut, also, dann mache ich die Aufnahme mal ein bisschen normaler. Ich würde gerne wirklich jetzt ab jetzt längere Parts machen, damit wir mehr erleben können von Skyrim. Aber jetzt beginnt leider wahrscheinlich eine lange Szene. Und da kann ich natürlich leider nicht, ja, da irgendwas machen. Gut, einen Schlüssel brauchen wir. Ich würde gerne diese Sachen hier lassen. Die sind nämlich ziemlich, ja, so ein Ritual oder so. Wo bekämen wir einen Schlüssel her für eine Schatulle? Ja. Ach übrigens, falls ihr irgendwie Tipps oder Tricks habt, ihr könnt sie schreiben, aber ich werde sie natürlich wegen dem Rollenspiel jetzt nicht immer ausüben. Also wenn ihr irgendwie Tipps habt, wo der Schlüssel oder so ist, ich werde das, weil der Charakter ja das nicht weiß, jetzt nicht unbedingt so schnell ausüben. Ich werde mir sozusagen schon ein bisschen daran arbeiten, dass ich das per Zufall denn machen kann. Aber jetzt nicht unbedingt, ja, dass ich das sofort dann mache, dass ich sofort weiß, wo ich finden, suchen muss. Ja gut, jetzt haben wir ja den Survival-Modus weg. Jetzt gehen wir mal kurz ins Wasser und schauen mal, ob irgendwo ein Schlüssel ist. Ein Lachs. Bündel von Nordranken. Okay, interessant. Hört sich gut an. Nochmals Bündel von Nordranken. Wie lange kann man eigentlich die Luft anhalten? Sehr lange. Ich bin gar nicht so gewöhnt in vielen Spielen. Zum Beispiel Champions of Regnum, ein paar Sekunden kann man halt wirklich nicht immer tauchen. Oder bin ich, nein, ich bin nicht über Wasser. Interesting. Gut. Wenn ihr irgendwelche Vorschläge für Mods habt, die für die Anniversary Edition gibt, dann könnt ihr gerne die schicken. Also, ja, einen Link schicken oder so, für Nexus am besten. Und wenn ihr, ja, wenn ihr denkt, ich werde jetzt immer das Spiel patchen, ich werde es so lange lassen, bis eigentlich der Script Extender oder die meisten Mods dann aktualisiert sind, weil zum Beispiel der unoffizielle Skyrim Patch Mod, der möchte ich natürlich schon noch funktionabel haben. Also das ist der wichtigste. Den habe ich drin. Wir bekommen deshalb keine Achievements, glaube ich, weil wir einfach Mods geladen haben. Aber gut. Da ist auch mal noch der Kerker. Ja, ich mache längere Parts, deshalb gehen wir noch kurz in den Kerker. Wir konnten ja von den Wachenunterkünften nicht in den Kerker. So, fragen wir doch mal hier. Ah ja, die Briefe können wir noch lesen, also diese Hinweise. Wenn ihr Tränke braucht, solltet ihr bei Arcadias Kupferkessel vorbeischauen. Okay, das ist vielleicht etwas für uns. Mit dem Bauch voller Met wäre mir wahrscheinlich viel wärmer und fröhlicher zumute. Looking to do some hunting? Avoid Brittleshin Pass to the southwest. Bruchbein Pass. Hier wird nicht rumgetrödelt. Ja, sorry. Was ist hier Insassen? Ist das die Kloake? Oh Gott, ich will niemals ins Gefängnis hier rein. Wie? Das bin ich ja gar nicht gewöhnt von der Kaiserstadt. Ihr passt doch auf euch auf, oder? Ja, klar. Aber ich möchte deine Creme schnitten. Eine Tür. Oh.
Ich werde noch zu einem Dieb, aber ich habe Lust, einfach die Magie zu studieren. Ich will halt sein richtiger, ja, wie soll man sagen? Als Krieger bist du, ja, ich weiß nicht, ich habe irgendwie das so ein bisschen im Kopf, dass ich dann angesehen werde, wenn ich ein Magier bin. Ich habe irgendwie Lust, Magier zu werden. Ich bin jetzt auch nicht immer derjenige, der irgendwie etwas Spezielles macht. Aber als ich den Drachen gesehen habe, diese Macht und so, möchte ich schon irgendwie etwas mit Feuer und, ja, am liebsten Beschwörung vielleicht. Oh. Ah, ich liebe. Oh, oh, süß cool. Ja, ich nehme jetzt den Fisch nicht mit. Ich habe einfach zu viel. Ah, Cremeschnitten. Sahneschnitten. Ja. Dann noch der Lachsbraten. Wieso tue ich die Wachen, wenn sie mich verteidigen? Drachenfeste? Okay. Ah, das? Der ist tot. Hallo? Leben Sie noch? Ja, gut. Jo, hier drin ist eben auch niemand. Hier ist ja auch niemand gewesen. Okay. Ja. Dankeschön, dass ihr mir das erlaubt habt, kurz zu schauen, ob ich jemanden, ja, mit jemandem reden kann, der gefangen ist oder so. Ich tue ihn nicht entlassen. Nein, niemals tue ich ihn irgendwie helfen zu fliehen. Ja, gut, dann machen wir da im nächsten Part weiter mit der Drachenfeste. Und ja, ich bedanke mich fürs Zusehen. Schön, dass ihr zuschaut. Ich habe jetzt momentan nicht gerade so viel Zuschauer, lange Zuschauer. Aber ich war heute auch lange Zeit inaktiv wegen Krankheit und wegen schlechten WLAN. Und jetzt habe ich ja eine LAN-Verbindung, jetzt geht es auch viel besser. Wenn es euch stört, einfach schreiben irgendwie, wenn es zu viele Parts sind oder so. Ja, es gibt es halt manchmal, dass mich manche Leute deabonnieren, weil ich einfach mehrere Videos pro Tag hochladen möchte. Ich habe zwar auch nicht so viel Zeit, so viel zu bringen, aber ich will ja auch ein bisschen vorwärts kommen mit solchen Projekten, die halt extremst zeitintensiv sind. Jo, also reden wir im nächsten Part weiter. Dankeschön fürs Zusehen. Tschüss.